Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal zusammen mit dem Elias. Genau, ich habe gedacht, ich wollte ihn auch mal umziehen und euch vor allem zeigen, was ich da gekauft hatte, wie es eben an ihm sitzt. Den Haul habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Sonst kann ich ihn auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Genau, viel Spaß beim Video. Ihr könnt mich jetzt einigermaßen sehen. Ich denke, das Licht ist in Ordnung. Genau. Aktuell hat er diesen Body, diesen Wickelbody von H&M in Größe 62 an. Und ich finde, der passt optimal. Und voll witzig, diese Hosen, wo ich erst gedacht habe, die sind viel zu groß. Größe 68. Ich denke mal, die sind eingegangen. Schaut. Ne, 62, 68. Vielleicht fallen die einfach etwas klein aus. Die sind nicht echt, die sitzen gut. Fast schon ein wenig zu stramm. Genau. Im Moment hat er eben diesen Body an. Und ihr könnt zum Beispiel hier sehen, der geht eigentlich echt richtig gut außenrum. Gucken, seine schönen Beinchen einfach nur raus. Sein riesen Windelpopo geht auch einwandfrei rein. Genau. Ich bin echt froh, den mitgenommen zu haben. Wo wäre ich ja erst gedacht, oh, der passt nicht, ne? Drunter hat er noch diesen, wie immer, seinen Sanita im Hemdchen. Das lasse ich ihm auch an. Ich werde auch die Windel anlassen. Ich wollte erstmal noch eine neue Stoffwindel kaufen. Allerdings kann ich mich nicht im Design entscheiden. Deshalb bleibt das jetzt erstmal so. Genau. Ich weiß nicht. Ich denke, die kennt jeder. Und M Größe 62 passt optimal. Vielleicht auch ein bisschen locker und das sieht irgendwie auch ein bisschen besser aus. Jedenfalls ziehe ich ihm jetzt auch den anderen an. Der ist etwas besser erhalten wie der erste, der gestreifte. Sieht man jetzt auch hier an der Schrift. Und der Stoff fühlt sich auch etwas besser noch an. Aber ich finde beide toll. Stört jetzt nicht wirklich, dass der ein bisschen, weiß nicht, öfters gewaschen wurde. So, und der geht auch richtig einfach anzuziehen, weil er wahrscheinlich nicht so eng ist. Einmal wieder rüber. Gehört er jetzt so rum. Genau. So. So. Ich weiß nicht, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer die Wickelbodies auch so toll findet. Weil ich finde, die sind absolut spitze. So. Der dicke Windelpopo passt auch an von meinem Schatz. Also ich mag auch, dass das hier so ist. Dass es quasi schön rumgeht um das Bein. Schön eingepackt. So, jetzt zeige ich euch das hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon anhatte bei ihm. Also ich dachte, ich hätte es schon anprobiert. Aber ich dachte, ich hätte es noch nicht in einem Video gezeigt. Genau, das ist diese H&M Hose Größe 62 mit diesem coolen Hoodie. Der ist ja abartig kuschelig innen. Voll süß. Und das ist witzig, ne? Kann man richtig was reinmachen, theoretisch. Genau. Die Socken lasse ich ihm jetzt an, weil das sind auch eine meiner Lieblingssocken. Ich weiß nicht, ihr kennt die klar.
Ich weiß nicht, wieso ich die so gern mag. Ich finde die voll schön. So. Also ich finde das toll. Das hat so einen richtigen Jogging-Style. Die Jogginghose. Sitzt gar nicht gut, Moment. So, ne? Jupp. Und der ist innen natürlich auch richtig schön weich, ne? Richtig kuschelig. So wie mein. Na auch. Jetzt mal richtig rumfädeln. So. Ah ja, genau, jetzt fällt es wieder. Doch, ich hatte den an. Und das war etwas schwierig, weil der wiederum etwas enger ausfällt. Ja, versteht man das auch nicht, ne? Muss man auch nicht alles verstehen. Den habe ich doch da schon nicht hinbekommen. Ist nicht so. Geht. Es ist ein bisschen schwieriger, aber es geht gut. Ich vermute auch, weil ich halt zwei Bodies drunter habe. So, jetzt ist er schön eingemummelt. Schön eingemummelt, mein Wurm. So einen richtig schönen Jogginganzug hat er jetzt an. Huch, ihr seht ihn gar nicht. Tut mir leid. Richtig schönen Jogginganzug hat er jetzt an. Ich weiß nicht, ich stehe auf sowas. Sieht doch richtig toll aus. Von unten nochmal seine schönen Füßchen. Sehr schön, wenn man neue die Haare machen, ne? Umi mag ich die verstrubbelt auch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.